Na, und sag mal, wie läuft's jetzt so in dem Job so als neue Mitarbeiterin? Ja, läuft gut, kriegen viele Anfragen, aber du bist immer ein bisschen schwer zu kriegen, also oft verhindert. Wieso? Du meinst hier elektronisch geht doch? Ja, elektronisch, aber dass man dich mal in Person trifft, zum Beispiel. Ja, machen wir doch jetzt. Finden für 11:11. Ja, gut, aber Moment. Ja, da habe ich eine Koordinierung, dann haben wir eine Arbeitsgruppe, dann mit der Koalitionsarbeitsgruppe, dann. Das wird schwer, dann muss ich. Es ist halt ist schwierig mit der Koordinierung. Lass mal morgen früh um 7:30 oder so. Na, das meine ich, aber war das anders, also damals, als du noch nicht mitregiert hast? Du meinst die letzten 4 Jahre? Ja. Naja, aber mal ehrlich, fragen wir doch mal jemanden, der uns eher sagen kann, wie das jetzt für ihn ist. Ja, neben mir steht erkennbar ein großer Niederrheiner, Günther Krings, kommt aus der Stadt des Angegners von Bayern München, nämlich aus Mönchengladbach. Günther, wir reden über das Thema Seitenwechsel. Du bist wie ich seit 2002 im Bundestag. Ich habe zwischendurch mal 4 Jahre Geld verdient, aber du bist die ganze Zeit. Du hast einiges in den letzten Jahren gemacht, aber unter anderem in den letzten 4 Jahren warst du in der Exekutive oder sogar 8 Jahre? 8 Jahre. 8 Jahre. Was hast du gemacht? Ich war 8 Jahre parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Das ist nicht weit weg von hier, hinter dem Kanzleramt. Also das Kanzleramt hatte ich von meinem Büro aus immer fest im Blick. Ja. Und habe dort die Themen öffentliche Sicherheit, innere Sicherheit, aber auch Cybersicherheit, überhaupt die ganzen Digitalabteilungen zuletzt gemacht. Spannende Tätigkeitsfelder. Und hast regiert? Naja, habe als Parlamentarstaatssekretär, wollen wir nicht übertreiben, ich habe sozusagen beim Regieren geholfen, Rat gegeben, die Regierungspolitik vertreten, aber auch schon mal beeinflusst. Im Übrigen, das darf ich schon auch sagen, wenn man wirksam sein will als parlamentarischer Staatssekretär, tut man gut daran, mit der Regierungsmehrheit, mit der eigenen Fraktion über Bande mal zu spielen. Da kann man selbst den eigenen Minister manchmal auf eine Lösung bringen, die er sonst alleine von mir nicht angenommen hat. Also sagen wir mal, du hast mitregiert. Ich habe mitregiert, ja, das kann man vielleicht sagen. Okay, jetzt hast du das 8 Jahre gemacht, davor 8 Jahre im Parlament, auch immer auf der Regierungsseite und jetzt zum ersten Mal die wichtigste Aufgabe natürlich des Parlaments ist auch Opposition wahrzunehmen, Gewaltenteilung. Jetzt bist du quasi, hast einen Seitenwechsel gemacht. Erste Gefühle so, du machst das jetzt ein paar Wochen. Also den klugen Abgeordneten Otto Fricke korrigiere ich ungern, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an unsere gemeinsamen ersten 3 Jahre im Bundestag. Da waren wir beide in der Opposition. Ja. Das war eigentlich noch schöner, auf der gleichen Seite zu sitzen, haben wir dann noch einmal eine Regierung geschafft und dann zu wenig draus gemacht als Union und FDP. 2002 bis 2005 habe ich Opposition erlebt. Das war aber mal am Anfang, da war alles noch aufregend neu. Da gab es den Otto Fricke, der war damals auch frisch im Bundestag, war vorher Mitarbeiter gewesen, hat mir tolle Tipps gegeben, will ich nicht vergessen. Also wirklich derzeit schon eine, kann man sagen, freundschaftliche Zusammenarbeit über die Parteigrenze hinweg. So, und in der Tat, 16 Jahre in einer Regierungsmehrheit, als Fraktionsvize, vorher als Staatssekretär und jetzt nicht mehr gestalten können, auch nicht mehr helfen zu können, zu gestalten, sondern zu gucken, was macht die Regierung eigentlich, wie kann man darauf reagieren, ist anders. Es ist ja von der Gestaltungsmöglichkeit, von dem, was man auch erreichen kann, auch wie man Bürgerbrief beantwortet. Vorher muss ich dazu sagen, Regierungspolitik verteidigen, erklären. Jetzt kann ich auch mal draufhauen. Das ist schon ein Wechsel. Für mich persönlich finde ich es nicht schlecht, zumal ich die Zeit genossen habe im Ministerium. Aber irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist auch gut. Und ich habe am Anfang die ersten Wochen sogar damals gefremdelt vor 8 Jahren als Staatssekretär, weil man ist dann doch eher eingebunden und ist freier wieder jetzt. Also für mich persönlich nicht schlecht, für die Gestaltungsmöglichkeit schade. Aber ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit ist doch. Ich meine, jetzt kommt die Frage, was kann ich machen, um die Regierung vor mir herzutreiben? Ja. Schriftliche Fragen, findet man sich da schnell ein? Ich meine, du hast ja gleichzeitig die Schwierigkeit, du kannst ja nicht was kritisieren, wo du sagst, naja, die letzten 16 Jahre waren wir dabei und ich beschwere mich jetzt, dass es nicht morgen schon gelöst ist. Also erstmal war ganz wichtig, das ist zwar kein Gesetz und ist noch nicht zwingend, aber es ist ein guter Brauch, dass man den Bereich wechselt. Also ich hätte natürlich jetzt auch Spaß daran, in der Innenpolitik jetzt die Regierung zu kritisieren. Denn ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass euer Vorsitzender Lindner schon im Bereich der Finanzpolitik versucht, das Schlimmste von Rot-Grün zu verhindern. Aber im Bereich innere Sicherheit hat die CDU und CSU nun mal ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist die FDP auch nicht stark Richtung Law and Order, im Gegenteil. Nee, die Grünen nicht. Start, ja. Die Grünen, gut, muss ja nicht ausschließen, die Grünen auch nicht, die SPD eigentlich auch im Kern nicht. Das heißt, das wäre eigentlich jetzt toll, dieses Gebiet weiterzumachen, mache ich aber nicht. Ich kann ja nicht Anfragen stellen an einem Ministerium, wo ich vorher in der Leitungsetage saß. Das geht nicht so. Sondern du machst jetzt was? Rechtspolitik. Das heißt, es ist noch nah dran. Strafrecht ist so ein Bereich, der sowohl innere Sicherheit als auch Rechtspolitik umfasst. Also es gibt dann noch Themen, die sich überschneiden, aber anderes Themengebiet. Das ist schon mal die erste Umstellung an der Stelle. Und ja, wirklich, Gestaltung ist eigentlich jetzt nicht. Man kann die Regierung kritisieren, man kann den Finger in die Wunde legen. Das tue ich auch und das beginnt jetzt auch in dieser Rolle rechtspolitischer Sprecher. Aber es ist eben keine Gestaltungsaufgabe. Zeitaufwand, Termine. Besser, schöner?
ist noch zu frisch, das zu sagen. Ganz lustig ist, dass ganz viele Leute im Wahlkreis, aber auch sonst, ich habe noch ein bisschen was wissenschaftlich noch auf mich zukam. Herr Krings, Sie haben jetzt mehr Zeit, wollen wir noch das Projekt machen, machen Sie das Seminar mit und so weiter. Und ich habe auch manche schon zugesagt und habe jetzt mal so überschlagen. Wahrscheinlich habe ich, wenn ich die Zusagen, die ich schon gegeben habe, summiere, ist wahrscheinlich am Ende fast weniger Zeit als vorher. Es war natürlich arbeitsaufwendig im Innenministerium, aber rechtspolitischer Sprecher ist wahrscheinlich das Sprecheramt oder eines der zwei, drei, die am zeitaufwendigsten sind. Das heißt, es ist ein bisschen weniger Ausstattung. Mhm. Ich habe jetzt kein ganzes Ministerium mehr, was auch im Zweifelsfall mal für mich arbeitet. Aber es ist nicht unbedingt weniger Arbeit. Günther, ich danke dir. Und dann gucken wir mal nach der Halbzeit, wie beim Fußball von zwei Jahren hier, wie es dann mit dem Seitenwechsel ist. Genau, dann berichtest du auch mal, was euren Seitenwechsel anbelangt, wie man jetzt als Haushaltssprecher vielleicht dann mehr gestalten kann in der FDP. Schauen wir mal, auch in Gladbach. Gerne. Otto, ich hab noch was. Nee, warte, gleich. Was machst du denn da? Straßenseitenwechsel.